Vincenzo Bellinis Oper Norma gilt seit ihrer Uraufführung an der Mailänder Scala im Jahr 1831 als das unumstößliche Meisterwerk des italienischen Bel Canto. Kein Wunder also, dass seither immer wieder die besten Sängerensembles, Dirigenten und Orchester die beseelte Partitur voller geheimnisvoller, anrührender und wie mit dem Silberstift gemalten Kantilenen interpretiert. Am Staatstheater Nürnberg wird die Titelpartie von der armenischen Sopranistin Rachui Basenz gesungen. Es dirigiert Generalmusikdirektor Markus Bosch und es spielt die Staatsphilharmonie Nürnberg. Die szenische Interpretation des Liebesdramas zwischen der gallischen Druidin Norma, dem römischen Feldherrn Pollione und der jungen Konkurrentin Adalgisa stammt von dem französischen Schauspiel- und Opernregisseur Stéphane Braunschweig. Stéphane Braunschweig modernisiert das Geschehen behutsam und lässt in seiner Lesart viel Platz für feinfühlige Personenregie, sensible Ausdeutung der Seelenzustände sowie die Kraft der bellinischen Melodien.